Der große Nachteil von Assassin ist allerdings jetzt der erste Gank. Ja, Rocco, der wird hier wieder ein bisschen leiden müssen. Ist jetzt im 1 gegen 2 gefangen. Starke Gankpiller, man muss flashen, der First Blood. Du halt erstmal in die Luft, darauf deine Keanu-Ultimate oder ähnliches, weil du ja normalerweise über ganz, ganz kleine Wände springst. Kann kritisch werden, genauso wie Oh, Rocco, ich habe da ein ganz schlechtes Gefühl. Du hast doch kein Flash mehr. Und der Troll ist wieder bei dir. Und damit steht Rocco jetzt hier ganz, ganz still. 0-2. Aber man will ihn hier nicht unterstützen. Der Tower Dive, der soll jetzt gespielt werden. Schmiedefeuer geht raus. K.O.-Kriterium wird direkt eingesetzt. Man kann das Schmiedefeuer nochmal reaktivieren, bringt aber nichts. Der Kill für Aster. Most Damage im Team. Er hat die höchste Kill-Beteiligung bei OP Energy. Und jetzt nehmen wir vielleicht das Potential bei Deplex. Ignite ausgesetzt das Schild. Das sitzt nochmal Hungry Pun, aber super low. Flash raus, scheint das Ganze zu überleben. Aber Rockle kommt von hinten, will sich diesen Kill irgendwie schnappen. Aber das K.O.-Kriterium reicht aber nicht aus, um hier für das Überleben zu sorgen. Man hat den ersten Kill bei OP Energy bekommen. Flash hinterher. Noch sitzt sie sogar nochmal. Man will den zweiten direkt haben. Aster, Eva. Und diesmal mit Deplex. Aber du sprichst es an. Synchro ist da. Jetzt gerade allerdings mit noch einem Cooldown. Ja, Flash hat man zumindest bekommen. Kaiser jetzt auch im Weg. Das könnte jetzt zum 2 versus 4 werden. Lilip hätte Teleport. Aber will man da wirklich rein? Die Cavalry, die ist noch nicht komplett da. Jetzt trifft sie einen. Asta und Hungry Panda kommen dazu. Sartorius ebenfalls. Erst Knockup sitzt. Schild wird aktiviert. Man dasht rein. Asta bekommt Karthus down. Der ist aber natürlich jetzt in seiner Passive. Fast nochmal einen Kill aufzumachen. Ultet sogar nochmal. Aber der Schaden reicht nicht. Double Kill für Asta. Triple sogar. Ja, vielleicht findet man hier nochmal einen Flank. Schaden von Deplex schon mal relativ hoch. Das Schild geht rein. Ultimate sitzt allerdings ebenfalls. Man hat den ersten Kill. Kato snackt sich hier. Der Schaden nicht schlecht. Scarlet hat einen Blue Buff. Der hat Mana Sustain. Kann jetzt reinspringen. Maokai geht da rein. Letzte Kapitel wird defensiv eingesetzt. Aber man stackt ganz schön. Die Knockups treffen nicht. Aber der Schaden 2-1 straight. Wunderbar von Deplex. Der räumt hier gerade auf. Kann er vielleicht sogar nochmal reinspringen. Sieht ganz gut aus. Synchro relativ low. Patz. Aber währenddessen der Baum mit dem Kill auf Wukong. Scarlet schafft es nochmal mit seiner Mobility. Mit dem Flash erst so arbeiten. Sartorius, den wird man hier verkaufen. Das sind Fights. Ja, OP Energy versucht wieder etwas anzufangen, will den Fight forcieren. Aber vielleicht ist das zu spät. Teleport geht jetzt nämlich raus von Scarlet. Der will in die Becken rein. Yumi geht währenddessen rein. Man hat den ersten Kill. Letztes Kapitel, aber der Schaden reicht vielleicht nicht unbedingt aus. Deplex noch lebt, aber super low. Lilip. Und jetzt kommt er. Scarlet will die aufräumen. Trundle bekommt den ersten Kill. Scarlet springt nochmal rein. Bekommt jetzt einfach mal for free einen Double Care. Und er hat immer noch die Möglichkeit. Der Junge, der ist immer noch nicht down. Jetzt die Ultimate. Es reicht. Man hat einen Shutdown bekommen. Aber OP Energy, was für ein teurer Fight. Scarlet getroffen, das war nochmal wichtig. Der Baron wird der Drache wird gestaltet, der Elder Drake. Und wie wollen Rocklo und KXNG das Ganze noch contesten? Syncroft droppt ziemlich low und Asta tankt das Ding jetzt auch gerade. Ja, dann nochmal die Honigfrucht. Also man hat hier noch Möglichkeiten. Yumi muss langsam mal wieder arbeiten. Man arbeitet aber und das macht man gut. Rocklo, du brauchst eine Heilung und bekommt sie auch. Teleport wird jetzt eingesetzt. Man will unbedingt unterstützen wirken. Der Elder drauf, 4000 Leben, sollte vielleicht langsam mal resetten. Und jetzt hat Lilith die Katze mit dabei. Das wäre vielleicht auch mal eine Möglichkeit. Der Drache reset. Man hat es immerhin geschafft, den Elder Drake hier zu verteidigen. Man fängt ihn direkt wieder an. Die Kavallerie, die ist ja schon wieder mit Trompeten mit dabei. Wir sehen es, Deplex ebenfalls gleich wieder da und will hier unbedingt seinem Team helfen. Kane jetzt auch wieder. Der Slow trifft schon mal. Man will so und der Drache ist auf 7000 Leben. Man ist immer noch nicht an Ort und Stelle. Maokai soll nochmal Zeit erkaufen, aber der Drache auf 4000 Leben. Aber er resettet. Man kann ihn nicht durchziehen. Man muss diesen Fight nehmen. Schmiedefeuer wird eingesetzt. Mit dem Double Knockup trifft man immerhin. Deplex mit dem nächsten Kill. Aber Kassadin Scarlet sitzt da hinten. Und er hat noch Mana, der will da irgendwie lauern, erwartet, dass man da reinspringen kann. Double Kill für ihn, jetzt ein Aufgeräumt, Triple Kill für ihn. Quadra am Ende sogar, wird es der zweite Penta in der Primely Penta Kill, da ist er. Nummer 2 der Primely, meine Damen und Herren. Und wie kann es... sieht danach aus, könnte man jetzt hier das Game langsam nach Hause bringen. Die Base in Trümmern von OP Energy, alle Inhibs jetzt gleich down. Und man hat damit jetzt eine sehr, sehr große Minion Wave. Man muss diesen letzten Fight nochmal finden. Kann OP Energy sich hier erholen. Die Ultimate von Maokai geht raus. Man will das irgendwie mit Mann und Maus aber jetzt einnehmen bei ESG. Der Schaden wunderbar. Hungry Panda überlebt das mit 3 Leben. Aber die Nexus-Türme halt nicht. Die sind währenddessen geplatzt. Und man bekommt hier Scarlet zwar Daumen. Das ist ein Trostpreis. Denn das Game geht an ESG.